wie Leder, klare Scheibe. Wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Ja, das Wetter interessiert uns heute eigentlich relativ wenig. Wir sind heute eigentlich bei den Morningstars. Auch von 97 am 30. Dezember schauen wir noch ein bisschen zurück. Schönen guten Morgen, dass ihr da seid. Ashanti war da am 20. Oktober und hat uns verzaubert. Also mich auch übrigens. Ashanti tanzte und Said Merhawa sang. Und die beiden sangen und tanzten aber nicht zusammen. Wir haben uns gedacht, die passen aber so gut zusammen. Machen beide orientalische Kunst, dann bringen wir sie einfach so am Ende des Jahres zusammen. Eine Bauchtänzerin und ein Teppichhändler. Teppichfachmann wieder. Was bitte? Was? Teppichfachmann. 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 Und Sie singen jetzt? Wir singen also ein Lied, ein iranisches Lied, heißt Schlawine Mädchen. Ja. Auf Persisch heißt Dochdar Bala. Bei uns das sagt man ja auch. Ein wunderschöner. Also. Bei uns sagt man ja auch manchmal, du Schlawiner, aber das hat damit nichts zu tun. Nicht so tun. Nein, nein, nein. Ah, ja. Und Tochter heißt Mädchen. Mädchen. Also, Tochter heißt Mädchen. Ja. Das und wir haben ein sehr hübsches also Mädchen heute. Ich freue mich, also sie tanzt mit mir auch. Ich hoffe, dass sie gut gefallen. Ja, das hoffen wir noch viel mehr, liebe Zuschauer. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie. Was Sie heute nicht machen müssen, insofern können Sie sich wirklich schön zurücklehnen. Nicht das Telefon in die Hand, denn das ist nur exklusiv nochmal das Beste, was wir an Morningstars hier hatten. Viel Vergnügen. یا دختر بلا خوشگل ظالم بلا دل دیوونه غم بیا که شد مبتلا بیا دختر بلا خوشگل ظالم بلا دل دیوونه غم بیا که شد مبتلا اینقدر ناز نکن این دل رسوا نکن دام گیسوی تو سرکش و پروا مکن لب زیبای تو گنچه و خندان مکن چشم جادوی تو خیره و مستان یا دختر بلا خوشگل ظالم بلا دل دیوونه غم بیا که شد مبتلا بیا دختر بلا خوشگل ظالم بلا دل دیوونه غم بیا که شد مبتلا خوشدل ظالم بلا دل دیوونه غم بیا که شد مبتلا بیا دختر بلا خوشدل ظالم بلا دل دیوونه غم بیا که شد مبتلا Auf der Rolle, wenn Hollywood-Sternchen Klinken putzen. Gleich!